So. Olaf, mein Freund. Willst mit mir zusammen einen Schneemann bauen? Okay, lass mal das. Hau mal dich zu Brei, mein Freund. Schicke Basis hast du hier. Was hast du für einen richtig fetten Palast hier hingeklatscht, ey? Meine Herren. Schön Marmor und alles. Ist ganz schön teuer, das Zeug, mein Freund. Aber keine Kisten, nix. Das wird ein interessanter Bosskampf werden, mein Freund. Ehrlich. Hi. Wo ist denn meine Crew? Hast du sie verjagt? Jeden einzelnen? Unfassbar, ein kleines Kind bekämpfte alle Krypto-Pokémon, die wir produziert hatten. Du hast dir diese Fabrik ausgeschaltet und damit meinen guten Ruf und meinen Aussehen ruiniert. Jetzt hast du es wirklich geschafft. Ich koch vor Wut. Das wirst du mir büßen. Ich mach dich fertig. Er sieht zwar aus wie ein Affe, er benimmt sich wie ein Affe. Ja. Aber er ist ein Mechaniker. Schau mal, der hat da hinten eine Dingens einmal an der Seite hängen. Wie ist das? Nicht Schraubenschlüssel. Doch, ist ein Schraubenschlüssel. Ha. Cool. Steuerrack und Seejung. 36. Hey, die sind genau mein Level. Wow. Das schreit für mich persönlich nach Erdbeben. Gerade wegen Steuerrack. Bong. Ich bin mal gespannt, was sein Krypto-Pokémon sein wird. Ich weiß nur, dass er das echt praktisch ist. Do you wanna build a snowman? Ich habe den Film nie geschaut. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und ob es überhaupt was taugt. Ich weiß nur, dass hier das super ist. Oh, ein Lashuking. Ach du Kacke. No, 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 no. Und ein Ursaring. Was habt ihr alle mit Ursaringen? Jetzt mal im Ernst. Okay, das und Erdbeben. Könnte bei Dingens ein bisschen schlimmer werden. Bei Lashuking. Das Ding könnte natürlich Wasserattacken beherrschen. Wascher. Aber momentan sieht es recht gut aus. Kommen wir recht gut durch. Keine bescheuerten Kombinationen mit einem Lashuking in Kombination mit... Wow, den beide gelebt. Erdbeben. Du Witzbold. In Kombination mit einem Letherking. Das passt. Aua. Aquavelle. Das war zu erwarten. Nun, das ist unerwartet. Okay. Wir machen hier einen Wunschtraum. Nee, lohnt sich gar nicht. Aber wir können trotzdem auswechseln, theoretisch. Nee, wir machen hier einen Wunschtraum. Und hier ein Steinhagel. Ah, nee, ein Erdbeben, was soll's. Schutzschild, Drecksding. Wow, das ist ein schöner Schutzschild. Aber spielst Erdbeben und Schutzschild auf demselben Pokémon drauf. Kommt mir bekannt vor. Lashuking ist raus. Ich hätte es stärker eingeschätzt. Na gut. Rasaf. Oh ja, das schreit nach Krypto-Pokémon. Der Affe vom Affen. Haha. Na herrlich. 34er Ding. Ruppig. Ruppig, ruppig. Ruppig, 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 ruppig. Rasaf tanzt so ganz schön elegant. Hin und her, hin und her, hin und her. Hey, elegant, oh ja. Na dann. Fangen wir es. Es ist weibliches Rasaf. Wow. Nee. Es will nicht so ganz. Ah, Kryptoschlag. Aua, 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 aua. Und Aeroas.
Ursaring ist raus. Dann schauen wir mal, was sein zweites Pokémon ist. Was du in den Kampf schickst. Ein Hypno. Warum muss es ein Hypno sein? Jetzt, warum muss es ein Hypno sein? Alles klar. Das ist nervig. Ich könnte sie beide natürlich angreifen mit dem Erdbeben. Das sollten sie beide auch leben können. Wenn wir denn zum Angreifen kommen. Kryptoschlag. Bitte auf Ziraton. Nein. Okay. Schade. Ich hatte gehofft, dass es funktioniert. Gut, dann bringen wir auf jeden Fall mal ein Pokémon rein, was sie beide irgendwo halbwegs paralysieren kann. Oder auch nicht. Bringen wir Nuspiut rein. Nuspli. Und ein Wunschtraum. Kryptosturm. Oh nein. Zum Geier nein. Trifft beide. Und bewirkt was? Anscheinend nur Schaden momentan. Oh Gott sei Dank. Gut, dann machen wir Nachtnebel hier. Auf das Rasaft zunächst einmal. Und hier ein Body Slam auf das Hypno. Oh Alter. Ist ja gut, Rasaft, ist gut. 35 Schaden. Drei davon sollten reichen, um es gut runterzuhauen. Ja. Noch ein Kryptosturm. Alter, das macht einen Schaden. Scheiße, das macht einen üblen Schaden, ey. Du musst das Hypno fangen, das ist ja richtig übel. Okay, Pennington. Ja, ich muss das Typen auf jeden Fall zumindest paralysieren, wenn es geht. Der Wunschraum erfüllt sich. Und Ziraton ist schon mal ein bisschen geheilt. Okay, Pokéball. Afrasaf, Pennington, Schlecker, Hypno. Es ist sehr effektiv, macht ein bisschen was an Schaden. Und wenn alles gut läuft, dann können wir es direkt auffangen. Eins. Nein. Kryptoschlag. Alter. Ein physischer Angreifer, der übelst Schaden drückt. Und ein spezieller Angreifer, der übelst Schaden drückt. Oh, das ist ja mega unangenehm. Schlecker trifft. Ist sehr effektiv, bin sehr paralysiert. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich glaube, das ist so ein Fall, in dem ich sagen würde, okay, ich würde tatsächlich eins der beiden Pokémon oder beide in einem stärkeren Ball einfangen. Aber noch sind wir nicht so weit. Eins. Zwei. Ah, es wackelt schon einmal mehr. Hoppidi, hoppidi, hopp. Gottes Willen. Okay, ich glaube, ich werde an der Stelle Ultrigari reinbringen. Das Ding ist nämlich resistent. Warum auch immer es das ist. Es ist so. Und der Kryptosturm macht nicht allzu viel Schaden auf die. Ja, hier wäre es Eldert relativ gut tatsächlich, wenn man Pokémon mitnimmt, die Krypto-Pokémon sind. Damit die weniger Schaden kassieren. Au, au, au. Au, 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 au. Ich mache hier gleich einen Angriff, ja. Angriff. Für ein bisschen Schaden noch rein, wenn wir denn zum Angriff kommen sollten. Und dann versuchen wir es trotzdem noch zu fangen. Man muss ja froh sein, dass sie es wenigstens gemacht haben, dass man
das Pokémon anvisieren kann, was man fangen will. Ey, Rasa gefangen. Sehr schön, das ist schon mal raus. Nicht wie ab der 5. Generation, wo man Doppelkämpfe haben kann gegen wilde Pokémon. Und gesagt wird, hey, du musst eins von beiden umhauen. Oder in der 6. Generation, hey, du musst 4 von 5 umhauen. Yay. Weil das ist hart ärgerlich. Wenn dann da zwei Pokémon bei sind, die man haben will. Von wegen, hey, du kannst dich zielen. Was? Ergibt keinen Sinn. Zum Ernst. Du kannst dich zielen. Na okay, Mara. Du kannst Hypno theoretisch noch ein bisschen Schaden machen mit Ruckzuckhieb. Und Ultrigaria, du wirst ein Ball. Und dann bin ich nach knappen 2,5 Stunden Aufnahme dann auch komplett mit dem Gebäude hier durch. Cool. 1, 2, 3 und gefangen. Sehr schön, sehr schön. Na, Olaf, was hast du zu sagen? Bist schon geschmolzen? Oh Mann. Der Techniker. Und beide auf dem PC. Na, jetzt reicht's. Damit kommst du nicht durch. Jetzt hast du den Bogen überspannt. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich jag die Fabrik in die Luft mit dir. Bahu! Captain Olaf, genug jetzt. Akzeptieren Sie Ihre Niederlage. Meister Phorenos. So treffen wir uns also wieder. Du erinnerst dich nicht doch noch an mich, nicht wahr? Sehr richtig, ich bin Herr Opulus. Oder sollte ich besser sagen, Herr Phorenos. Phorenos, Großmeister des Sim-Krypto. Ich muss gestehen, ich bin erstaunt. Ich hätte nie gedacht, du könntest unsere Fabrik zerstören. Doch das ist unwichtig. Auch wenn die Massenproduktion von Krypto-Pokémon gestoppt wurde, ist unser eigentlicher Masterplan ungefährdet. Wir haben die Arbeit an dem XD001 abgeschlossen. Es ist nun bei mir. XD001? Das ultimative Krypto-Pokémon, das gegen die Erlösungsprozesse immun ist? Nun werde ich den Abschluss unseres Plans zur Aktivierung des XD001 vorbereiten. Glaubst du denn allen Ernstes, du könntest mich aufhalten? Ich bin im Krypto-Hauptquartier auf der Insel Obscura, kurz vor Porta Portus. Es ist eine uneinnehmbare Festung, umgeben von Sturmwinden und dem tobenden Meer, für niemanden erreichbar. Komm, wenn du es wagst, ich werde mit Freunden auf dich warten. Nur mal so, dich jetzt genau in dem Moment zu melden, deinen Plan zu... oder deine genaue Lokation zu verraten, ist totaler... Schwachsinn. Jetzt ist mir, ach, du bist da. Und wir werden dich finden. Und vernichten. Na, Meister Phorenos hat so einen herrlichen, fiesen Sinn für Humor. Kein normales Schiff kommt gegen die stürmische See an. Und selbst wenn du es bis auf die Insel schaffen solltest. Dort wimmelt es von Trainern mit Krypto-Pokémon, die ich erschuf. Und es dürfte dort noch viele weitere Krypto-Pokémon geben. Hätte XD001 nicht das Schiff über der Wüste fallen lassen, hätten wir nicht so lange gebraucht, Krypto-Pokémon zu erschaffen. Na, doch das ist nebensächlich. Es gibt massenweise Krypto-Pokémon, die dich gebührend empfangen werden. Wie viele es sind, das kann ich nicht sagen. Wenn ich es täte, würdest du aufgeben. Und ich möchte doch etwas Spaß haben, bevor wir endgültig diese Welt beherrschen. Also mach dich bereit. Das ist eine Liste der produzierten Krypto-Pokémon. Mark lädt die Liste auf sein PDA. Na, herzlichen Dank. Du wolltest mir nicht sagen, wie viele es sind, aber im Endeffekt haben wir es trotzdem herausgefunden. Ich glaube, die Szene werde ich rausschneiden mit der Krypto-Liste, weil sie ist zum Heulen. Sie ist zum Heulen und ich glaube, die wird vielen Leuten den Spaß nehmen, das Projekt hier anzuschauen, wenn sie wissen, was alles drauf ist. Welche Pokémon uns alle erwarten werden, weil... Au, au, au. Au, 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 au. Boy. Oh, scheiße, Mann. Na gut. Aber Leute, wir haben es geschafft. Wir haben die Krypto-Festung eingenommen, sie unschädlich gemacht.
Wir haben sämtliche Sachen hier gesammelt, die wir sammeln konnten. Wir haben sämtliche Pokémon gefangen, die wir fangen konnten. Unser Team sieht hervorragend aus. Alle Leute sind geflohen. Auch die netten Damen, die vorhin gearbeitet haben. Nett, wie sie sind. Aber das Einzige, was uns noch fehlt, ist wirklich das Weiterkommen. Dahin, wo wir hinwollen, und zwar die Insel Obscura, und zwar vor Porta Portus. Wie wir die erreichen sollen? Nun, das finden wir demnächst heraus. Für den Moment aber werden wir erstmal das Gebäude verlassen. Diebstahl! Das ist Diebstahl! Oh, was ist Diebstahl? Huh? Sengu ist bereit für die Kryptoerlösung. Was ist Diebstahl? Verdammt, gib das zurück! Bring das sofort wieder raus! Ha? Ich würde sagen, darum kümmern wir uns im nächsten Part. Und das heißt für mich, ich werde speichern. Und mal kurz so zeigen, wie viel Zeit wir haben. Das ist die momentane Zeit. 23 Stunden 8. Das ist die alte Zeit. Ja, das waren knapp über 2,5 Stunden. I. Speichern wir. Wir haben eine Menge Krypto-Pokémon gefangen. Aber für den Moment einfach bin ich erschöpft und durch. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke fürs Zuschauen und sage wie immer, bis dahin. Ciao, ciao.